Wer kennt sie nicht, diese lustige Melodei? Seit dem 14. Dezember 2003 erschallt sie entlang der Strecken von Hamburg nach Bremen und Uelzen in den Zügen der Metronom-Eisenbahngesellschaft. Und ich erachte es als meine Pflicht, das 20-jährige Jubiläum mit einem Video zu würdigen. Ich beleuchte die Entwicklung des Metronomnetzes, berichte von der einen oder anderen persönlichen Erfahrung und zeige natürlich viele Aufnahmen der blau-gelb-weißen Züge. Einsteigen, los geht's, zurück in die Zeit kurz nach der Jahrtausendwende. Damals wie heute stand der Regionalverkehr südlich von Hamburg in der Kritik. Die Züge fuhren zu selten, waren zu kurz, obendrein verspätungsanfällig und in der Hand wenig kundenorientierter Ex-Bundesbahnbeamter. All das stimmte nur teilweise, denn die Regionalexpresse zwischen Hamburg und Bremen sowie Uelzen bestanden seit dem Ende der Expo 2000 aus neuen Doppelstockzügen mit 4 bis 6 Wagen und der Baureihe 111, womit sie ein durchaus modernes Angebot verkörperten. Die verbesserungswürdige Betriebsqualität war weniger den Fahrzeugen als der hohen Belastung des Hamburger Hauptbahnhofs und der Strecke nach Uelzen geschuldet. Ein Problem, das bis heute nicht gelöst ist und absehbar auch nicht gelöst werden wird. Um den Regionalverkehr im Süderelbe-Raum in Schwung zu bringen, schlugen die beteiligten SPNV-Aufgabenträger Niedersachsen, Hamburg und Bremen ganz neue Wege ein. Die Leistungen wurden nicht, wie seit der im Rahmen der Bahnreform eingeführten Regionalisierung üblich, europaweit ausgeschrieben, sondern für zunächst 7 Jahre freihändig vergeben. Im Vorfeld kam es im Februar 2002 zur Gründung der Metro Rail GmbH, an der die Niedersachsenbahn mit 69,9, die Hamburger Hochbahn mit 25,1 und die Bremer Verkehrsgesellschaft mit 5% beteiligt waren. Hinter der Niedersachsenbahn verbirgt sich ein Zusammenschluss der Osthannoverschen Eisenbahnen, OHE, mit den Eisenbahnen und Verkehrsbetrieben Elbe-Weser, EVB. DB Regio, seinerzeit sogar mit 8,9% an den OHE beteiligt, war ob der freihändigen Vergabe nicht begeistert. Ihr blieben bloß die aus modernisierten Silberlingen gebildeten Regionalbahnen nach Tostedt und Lüneburg. Kurz vor dem Start des Metronom gab es ein Scharmützel zwischen Metro Rail und dem Großhandelsunternehmen Metro, dem die Namensähnlichkeit missfiel, woraufhin im Herbst 2003 die Umbenennung in Metronom erfolgte. An die kurze Episode der Metro Rail erinnern dieser historische Brieffuß und das Kürzel MR vor der Loknummer, das wenig später einem ME weichen musste. Nachdem die neuen Fahrzeuge im Sommer 2003 bei Festveranstaltungen auf den künftigen Haltebahnhöfen werbewirksam präsentiert worden waren, verließ am 13. Dezember um 23.55 Uhr der erste planmäßige Metrosch den Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Uelzen. 18 Minuten danach folgte der Premierenabflug gen Bremen. Anlässlich dieses denkwürdigen Geschehens war ich natürlich live dabei. Meine ersten Fotos vom regulären Betrieb unter dem Motto Metronom, Pendeln im Takt, habe ich 5 Tage später geschossen. Mein Ausfallerlebnis Nr. 1 ließ nicht lange auf sich warten. Am 19. Dezember traf es den 14.13 Uhr ME von Hamburg nach Bremen wegen eines Lokschadens. Damals so ungewöhnlich, dass ich es notierte. Stellvertretend dafür diese Aufnahme eines anderen Havaristen. Zu Beginn der Metronom-Ära standen 10 Lokomotiven der Baureihe 146 und 66 Doppelstockwagen des Herstellers Bombardier zur Verfügung, die in den Fahrzeugpool der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, LNVG, eingereiht und an Metronom vermietet wurden. Die Wartung erfolgt im eigens errichteten OHE-Betriebswerk in Uelzen. Die mit der kurzfristigen Personal- und Fahrzeugdisposition betraute Betriebsüberwachung hat ihren Sitz im OHE-Bahnhof Celle Nord. Den gemeinen Reisenden interessiert das wenig. Der freute sich einfach über neu duftende, rauchfreie Wagen mit Snackautomat und der Möglichkeit zur Platzreservierung für Zeitkarteninhaber. Im Großen und Ganzen begeisterte der Metros Nomos die Massen, was sich in einer 50%igen Steigerung der Fahrgastzahlen in den ersten 2 Jahren niederschlug, womit hinter der Erfolgsgeschichte aus meinem Filmtitel zunächst mindestens ein Ausrufezeichen zu setzen war. Die kurz darauf startende Ausschreibung der Strecke Uelzen-Göttingen entschied Metronom für sich.
Am 11. Dezember 2005 schob er mit weiteren 846ern und 40 Durchstoß die roten Wendezüge der Deutschen Bahn aufs Abstellgleis. Nennenswerte Verbesserungen ergaben sich im Südabschnitt der Linie. Nachdem die Regionalbahn bislang alle 2 Stunden in Kreiensen geendet hatte, bestand nun eine stündliche Direktverbindung nach Göttingen. Der Verkehrsvertrag lief 8 Jahre und enthielt eine Verlängerungsoption um 2 Jahre. Ganz ohne Ärger ging der Betreiberwechsel nicht über die Bühne. Als Teil der kurzlebigen Int Alliance oder Intelliance mit der Östra AG und der Norddeutschen Landesbank klagte DB Regio erfolglos gegen den Zwang zur Nutzung der LNVG-Fahrzeuge und deren Wartung im BW Uelzen. Und die Erfolgsgeschichte setzte sich fort, denn die nächsten Vergaben standen ins Haus. Ausgeschrieben wurden sowohl die RE-Leistungen auf der Unterelbebahn Hamburg-Cuxhaven als auch das RB-Angebot zwischen Hamburg und Tostedt bzw. Lüneburg. Aufgrund der Querelen nach der Uelzen-Göttingen-Vergabe beteiligte sich DB Regio nicht und überließ der Konkurrenz kampflos das Feld. Metronom sicherte sich für 8 Jahre die Verkehre nach Cuxhaven sowie für zunächst 3 Jahre nach Töst und Lüpiburg. Am 9. Dezember 2007 lösten 11 Dieselloks der Baujahr 246 und 36 Doppelstöcke auf der lediglich bis Stade elektrifizierten Unterelbebahn die gute alte 218 und ihre modernisierten Silberlinge ab, wobei die Werkstatt der EVB in Bremervörde für die Fahrzeugwartung verantwortlich zeichnet. Für die als Metronom Regional, MER, vermarkteten RB-Leistungen nach Tostedt und Lüneburg lieferte Bombardier weitere 9 146er und 36 Durchstoß, die die Baureihe 143 samt Rotlingen aufs Altenteil schickten. Das Angebot wurde dabei nicht ausgeweitet. Im Gegenteil, die Berufsverkehrsverstärker nach Tostedt und Winsen, die den kleinen Unterwegsstationen bis dahin morgens und abends etwa halbstündliche Fahrtmöglichkeiten geboten hatten, fuhren fortan nur noch in Lastrichtung. Entgegengesetzt sind sie seitdem als Leerzüge unterwegs. Bald warfen erneut große Ereignisse ihre Schatten voraus. Die Ausschreibung für das Hanse-Netz, das als wesentliche Neuerung die Verknüpfung der MER Hamburg-Tostedt und der RB-Linie Rothenburg-Bremen sowie die Durchbindung bisher in Harburg endender Züge zum Hauptbahnhof beinhaltete. DB Regio verließ die Schmollecke, stellte sich dem Wettbewerb und legte mit veranschlagten Kosten von jährlich 28 Millionen Euro ein deutlich preiswerteres Angebot als Metronom vor, der 43 Millionen ansetzte. Die Aufgabenträger hatten jedoch Zweifel an der Seriosität dieser Kalkulation, vergaben die Leistungen für 8 Jahre an Metronom und spendierten dem Fahrzeugpool 3 zusätzliche Zuggarnituren. DB Regio klagte vor der Vergabekammer, zog den Nachprüfungsantrag aber wenig später zurück, sodass der Betrieb pünktlich zum 12. Dezember 2010 starten konnte. Seitdem gibt es 2 durchgehende Regionalverbindungen zwischen Hamburg und Bremen pro Stunde und Richtung, womit sämtliche Unterwegsbahnhöfe umsteigefreie Reisemöglichkeiten untereinander und in die beiden Hansestädte erhielten. Gleichzeitig endeten der bei wenigen Zügen praktizierte Durchlauf nach Hamburg-Altona und der Einsatz von 8 Wagengarnituren, die eine Doppelbelegung der Bahnsteige in Hamburg Hauptbahnhof verhinderten. Ich bin versucht zu behaupten, dass jene Phase Ende 2009, Anfang 2010 die Hochzeit des Metronoms war, der im November 2009 wegen zunehmender Vandalismusschäden und Übergriff auf das Zugpersonal mit einem Alkoholkonsumverbot in den Zügen bundesweites Aufsehen erregte. Allerdings ballten sich am Horizont dunkle Wolken, denn im April 2010 wurden aus scheinbar heiterem Himmel die hochgeschätzten Geschäftsführer Henning Weitze und Carsten Hein entlassen. Die Hintergründe wurden nie bekannt, jedoch munkelte man, die beiden Chefs hätten mehr auf Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit anstatt Gewinnmaximierung gesetzt, was den Gesellschaftern nicht schmeckte. Während die mit 42% beteiligten OHE bei Metronom Gründung noch komplett in Staatsbesitz gewesen waren, hatte nach deren Privatisierung 2007 die Arriva Bachstein mit 73,2% die Aktienhoheit inne. Um dieses Thema wenigstens einmal zu streifen, sei erwähnt, dass nach dem Ausstieg der Bremer Verkehrsgesellschaft die Niedersachsenbahn 73,6%
und die aus der Hamburger Hochbahn hervorgegangene B-Nex 26,4% der Metronomanteile halten. Die Niedersachsenbahn wiederum gehört zu 60% den OHE, von denen inzwischen 85,1% bei der heutigen Nettinera Bachstein liegen, einer Tochtergesellschaft der Nettinera Deutschland, hinter der sich die italienischen Staatseisenbahnen verbergen. Aber genug von diesen Zahlenspielereien. Zurück ins Jahr 2010. Die internen Misstöne hatten vorerst keine für den Außenstehenden erkennbaren Folgen. Einzig der deutlich verlängerte Laufweg der MER auf der Bremer Schiene wirkte sich negativ auf die Pünktlichkeit aus, weil nun beispielsweise eine Signalstörung in Sagehorn voll auf den weiteren Zuglauf bis Hamburg durchschlug. Zuvor hatten allenfalls Überholungen durch verspätete Fernverkehrszüge für Verspätungen gesorgt. Dennoch habe ich damals als noch regelmäßiger Metronomnutzer nie im Internet nach der Betriebslage geschaut, bevor ich mich zum Bahnhof aufmachte. Es kam das Frühjahr 2011 und damit das, was ich als der große Streik bezeichne, der nach meinem Dafürhalten den endgültigen Wendepunkt in der Erfolgsgeschichte darstellte, deren Ausrufezeichen sich jetzt immer stärker zu einem Fragezeichen krümmte. Die Tarifverhandlungen zwischen Metronom und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, verliefen stockend und hatten diverse Streikwellen zur Folge. Allein von Februar bis Juli wurde das Unternehmen an 33 Tagen bestreikt und die Pendler mussten zusehen, wie sie zur Arbeit, Schule oder sonst wohin kamen. Während der ganzen Zeit gelang es Metronom nicht, einen verlässlichen Notfahrplan einzuführen. Der Verkehr ruhte zwar nie komplett, aber die Ausfälle wurden dermaßen kurzfristig verkündet, dass die Reisenden unmöglich planen konnten. Erschwerend kamen ein hoher Krankenstand während der Sommerzeit und die exorbitante Durchfallquote der Lokführer-Azubis hinzu. Im November 2011 war nach 9 Monaten die Einigung zwischen Metronom und GDL perfekt. Aber das Vertrauen der Pendler in ihren stets so zuverlässigen Metrosch hatte einen Knacks weg. Auf dem Papier sah derweil noch alles gut aus, zumal die klugen Metronomköpfe ihrer Kreativität freien Lauf ließen. Im Sommer 2012 kam der Zug der Ideen ins Rollen, mit dem neue Annehmlichkeiten wie Ruhebereiche sowie neckische Zugaben in Form auf die Tische geklebter Ausflugstipps und Brettspiele, Wahlgesänge im WC und Schwangerschaftstests aus dem Snackomaten getestet werden sollten. Einige dieser Innovationen wurden dauerhaft für alle Züge übernommen. Andere, etwa die Wahlgesänge und Schwangerschaftstests, fanden wenig Anklang. Eine Erwähnung wert sind auch die Sardinen, die erfahrungsgemäß oft und gern überfüllte Züge in den Fahrplänen kennzeichneten, sowie deren Gegenstück, der Wal, als Symbol für nicht ganz so stark ausgelastete Verbindungen. Geradezu legendär war darüber hinaus die an einigen Wagen angebrachte Marschroute Metronom auf dem Weg zur besten Eisenbahn Deutschlands. Nach dem Gewinn des Hanse-Netzes hatte das Unternehmen ein eigenes Vertriebssystem aufgebaut, was sich in der Installation separater Metronom-Fahrkartenautomaten äußerte, woraufhin die DB ihre Automaten auf den ausschließlich vom Metrosch bedienten Stationen entfernte. Infolgedessen konnten Reisende in Orten wie Sottrum, Großburgwedel oder Banteln keine Fernverkehrsfahrkarten mehr erwerben, geschweige denn sich Reiseauskünfte anzeigen lassen. Da tröstete es kaum, dass es nun eine Tageskarte für alle Metronomlinien gab, die mit 19 Euro etwas preiswerter als das Niedersachsen-Ticket daherkam. Ebenfalls nicht allzu positiv von der Kundschaft aufgenommen wurde Ende 2013 der Wegfall des Kürzels MER bei den überall haltenden Zügen, was die Unterscheidung zwischen schnellen und langsamen Metronömern erschwerte. Dieses künstlich geschaffene Problem wurde ein Jahr später gelöst, als Niedersachsen in Kooperation mit Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein Liniennummern einführte. Seitdem hört beispielsweise der lediglich in Harburg, Buchholz, Tosted und Rothenburg stoppende Metronom von Hamburg nach Bremen auf den Namen RE4, während der alle Unterwegsbahnhöfe abklappernde Zug als RB41 bezeichnet wird. Nachdem die LNVG für Uelzen-Göttingen die Option zur Vertragsverlängerung um 2 Jahre gezogen hatte, streckte Metronom seine Fühler ins östliche Niedersachsen aus und gewann die federführend vom Zweckverband Großraum Braunschweig, ZGB, organisierte Ausschreibung der Relationen Hannover-Wolfsburg
und Hildesheim-Braunschweig-Wolfsburg. Zum 13. Dezember 2015 erfolgte unter dem Markennamen Enno die Betriebsaufnahme im Elektronetz Niedersachsen-Ost. Auf der Rennbahn Hannover-Wolfsburg wurde das bisherige Fahrplankonzept weitgehend unverändert übernommen, während zwischen Hildesheim und Wolfsburg erstmalig umsteigefreie Verbindungen angeboten wurden. Die Fahrzeuge und ihr Design haben mit dem Originalmetronom wenig gemein. Anstatt lokbespannter Doppelstockwagen kamen zunächst 20, später 24 einstöckige Elektrotriebzüge der Baureihe 1440, dem Coradia Continental aus dem Hause Alstom in Salzgitter zum Einsatz, die meiner unmaßgeblichen Meinung nach in ziemlich düsteren Farben gehalten sind. Graphitgrau und Verkehrspurpur, eine Mischung aus Magenta, Pink und Violett. Der Bezug zur Muttergesellschaft erschließt sich dem Uneingeweihten erst bei genauem Hinsehen. Enno von Metronom heißt es auf den Fahrzeugen, weshalb man beinahe von adeligen Zügen sprechen kann. Nachdem die LNVG den Vertrag für Uelzen-Göttingen mit überbrückenden Direktvergaben zunächst bis 2017, dann sogar bis 2018 verlängert hatte, wurde es Zeit für einen richtig dicken Ausschreibungsbrocken, der alle klassischen Metronomstrecken umfasste. Das Hansenetz, Uelzen-Göttingen und die Unterelbebahn standen auf dem Programm. DB Regio trat mit ihrem Ableger Regionalverkehre Start Deutschland an und konnte, für manch einen überraschend, die Verbindung Hamburg-Cuxhaven zurückerobern. Auf Fahrzeuge und Fahrplan hatte das keine Auswirkungen. Es wurde nur das Metronom-Logo von den Wagen gekratzt und durch einen Start-Land-Fluss-Schriftzug substituiert, wobei sich der Eindruck aufdrängt, dass die Firma Start alles daran setzt, ihre hundertprozentige DB-Zugehörigkeit zu verschleiern. Keine Überraschung hielt derweil die Vergabe der restlichen Strecken parat, die im Komplettpaket ausgeschrieben waren. Metronom konnte das Hansenetz samt dem Anhängsel Uelzen-Göttingen gegenüber zwei Mitbewerbern verteidigen und das gleich für 15 Jahre. Womit wir uns bis Dezember 2033 an dieser Eisenbahngesellschaft erfreuen dürfen. Der Leistungsumfang beträgt 8,6 Millionen Zugkilometer pro Jahr, eine Steigerung von 350.000 gegenüber den Altverträgen. Metronom pur ist mit Stand 2023 auf einem Netz von 390 Kilometern mit 45 Stationen unterwegs. Rund 500 Mitarbeiter bewerkstelligen mit 32 E-Loks und 194 Doppelstockwagen den Transport von täglich 120.000 Fahrgästen. Die Zahlen im Enno-Netz fallen mit 145 Kilometern Streckenlänge, 17 Verkehrshalten, 90 Mitarbeitern und 20.000 Reisenden deutlich kleiner aus. Die Fahrzeiten im Hansenetz blieben bei der Neuvergabe im Wesentlichen unverändert. Allerdings wurden der längst überfällige sonntägliche Stundentakt der RB 31 nach Lüneburg, die zweistündliche Durchbindung Hamburg-Hannover und ein durchgehender Verkehr von Hamburg nach Tostedt und Lüneburg in den Wochenendnächten eingeführt. Da hätte ich mir eher zusätzliche Berufsverkehrsverstärker gewünscht, was ich wohl nicht mehr erleben werde. Denn laut LNVG ist das neue Angebot das momentan quantitativ maximal machbare. Voraussetzung für Ausweitungen seien Infrastrukturausbauten, die jedoch, meine treuen Zuschauer wissen es, in den Sternen stehen. Weitere angepeilte Verbesserungen betrafen die Ausstattung der Wagen mit WLAN, Steckdosen und neuer Innenbeleuchtung sowie eine aufgepeppte und meinem Empfinden nach einfalls- und lieblose Außengestaltung. Und sollten bis 2023 umgesetzt sein, was jedoch erst teilweise realisiert ist. Das weitgehend gleichgebliebene Fahrtenangebot gab wenig Anlass zur Euphorie. Und das, was in den Jahren ab 2018 passierte, lässt die Zukunft des Regionalverkehrs im Metronomland eher finster aussehen. Ich nutze den Metrosch nur noch selten, habe das Geschehen aber aus beruflichen Gründen und durch die Erzählungen bahnfahrender Bekannter immer genau vor Augen. Auch gewöhnte ich mir an, vor meinen gelegentlichen Metronom-Exkursionen einen Blick in die Reiseauskunft zu werfen, um nicht unnötig lange oder gar vergeblich am Bahnhof warten zu müssen. Die Anzahl ausfallender Züge hat erschreckende Ausmaße angenommen und ich habe mich wiederholt dabei ertappt, dass es mich gar nicht wundert, wenn ich einen Ausflug wage und über den Vermerk Zug fällt aus stolpere.
Die größte Herausforderung der Tourenplanung besteht mittlerweile darin, sich um die Ausfälle herumzuschlängeln. Was aber nicht bloß bei Metronom so ist, sondern für viele Eisenbahnverkehrsunternehmen gilt. Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch den vorerst letzten Tiefpunkt in der Geschichte des Metronoms, deren vorangestelltes Erfolgs man inzwischen getrost weglassen kann. Zum 28. August 2023 trat ein personalbedingter Notfahrplan in Kraft, der vor allem den Ausfall etlicher Verstärkerzüge zwischen Hamburg und Tostedt respektive Lüneburg vorsieht. Ziel dieser Aktion war es, das Angebot verlässlicher zu gestalten und Ad-hoc-Ausfälle im Grundtakt zu vermeiden. Dieser durchaus ehrenwerte Versuch war nicht von Erfolg gekrönt. Unverändert starren Tag für Tag Hunderte von Reisenden fassungslos auf ihr Handy-Display, das ihnen das Nichtverkehren ihres Zuges verkündet. Letztendlich ist es aber egal, ob an den auf dem Abstellgleis verbleibenden Garnituren Metronom oder was auch immer steht. Wenn ich die Masse der Ausfälle bei den befreundeten Unternehmen sehe, bin ich ziemlich sicher, dass es zwischen Hamburg, Bremen und Göttingen auch nicht anders liefe, wenn die Nordwestbahn oder DB Regio das Zepter in der Hand hielte. Und damit schließe ich den Rückblick auf 20 Jahre Metronom. Ich hätte diesen gerne mit einem Happy End abgerundet, aber dann hätte ich mich auf die erste Hälfte der bisherigen Metronom-Historie beschränken müssen. Immerhin behält das häufig als Blitzableiter für frustrierte Reisende dienende Social-Media-Team seinen Humor, wenn es beispielsweise der norddeutschen Eisenbahnlegende Gustav Richard huldigt. Der gleichnamige Chronist bedankt sich für diesen Ritterschlag. Ich habe null Ahnung, wie es mit der Metronom-Eisenbahngesellschaft weitergehen wird. Aber ich habe kein gutes Gefühl. Und das gilt leider nicht nur für den Metrosch, sondern für das gesamte Eisenbahnwesen und viele weitere Bereiche des Alltags in Deutschland. Aber das ist nun wirklich ein zu weites Feld und daher verabschiede ich mich für heute.